Der Auftakt in den 24. Spieltag der Easy Credits BBL. Der 7. Ludwigsburg empfängt den 10. Braunschweig. Also für beide Teams und ihre Postseason-Hoffnungen ein wichtiges Duell. Und Ludwigsburg legt los wie die Feuerwehr mit exzellenter Dreierquote im ersten Viertel. Ein 21-6 Start, den dann aber Braunschweig mit Hassel, mit Wille, mit Einsatz beantwortet. Sanander Fru im Fight mit den Punkten trotz des Fouls. Und das war so die Initialzündung für die stärkste Phase der Gäste in der Partie. Das nämlich die wunderschöne Antwort, spektakulärer Dank von MJ. Die Braunschweiger schlagen zurück mit Tempo, mit Wille, mit Einsatz und mit Autorität. Sanander Fru mit dem Dank. Der 12-0 Lauf der Gäste bringt sie wieder heran. Ludwigsburger Mitte des zweiten Viertels, dann mit einer 9-Punkte-Führung nach diesem Dreier von Deshaun Bui, der exzellent aufgelegt ist in dieser Partie. Aber diese Nadelstiche, die krachenden Momentumbilder, die haben die Gäste. Der nächste wunderschöne Dank von Jilson Bango. Und so feiten sich diese Löwen immer wieder auch heran in der Partie. Ludwigsburg trotzdem mit einem überragenden Deshaun Bui. 17 Punkte, Wahnsinnstreffer allein von ihm in der ersten Hälfte. Aber die Riesen führen zur Halbzeitpause nur mit 4 Punkten, 44-40. Insgesamt 8 Steals der Ludwigsburger in diesem Spiel. Eddie Edigin macht's stark mit dem Ballgewinn und dem guten Finish. Dann der Block von Fruhl. Die Löwen halten mit allem, was sie haben, dagegen. Das ihre große Stärke. Sie fighten sich immer wieder zurück, laufen aber öfters einem zweistelligen Vorsprung hinterher. Aber dann immer wieder Jilson Bango, der ein exzellentes Spiel macht. Seine Statline 16 Punkte, 10 Rebounds, 2 Blockshots. Und auch in der Defensive halten sie dagegen. Rein ins letzte Viertel mit der Aktion von Javon Graves, der 10 Salens Club 19 Punkte in den letzten 10 Minuten erzielen kann und unterstützt wird von Silas Melson. Er kommt auf 12 Punkte zur Freude der Heimfans in der MAP Arena. Die Ludwigsburger zuletzt mit 2 Niederlagen zu Hause in Folge wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und Deshaun Bui geht mit Karrierebestwert voran. Er erzielt insgesamt 27 Punkte in diesem Spiel. Aber nochmal ein Aufbäumen von Braunschweig. Jilson Bango mit dem nächsten krachenden Dank. Die legen alles in dieses Spiel, was das Löwenherz zur Verfügung stellt. Aber am Ende Braunschweig dann nicht mehr mit der Trefferquote, auch wenn sie alles dagegen setzen. Bango mit dem nächsten krachenden Block in der Verteidigung. Schön mal ans Brett genagelt, das Ding. Aber es reicht nicht mehr ganz. Dafür sind die Ludwigsburger Guards an diesem Abend auch zu stark aufgelegt. Allen voran der Topscorer Deshaun Bui. Trotzdem können auch die Braunschweiger viel Positives aus dieser Energie mitziehen, auch wenn es am Ende nicht ganz reicht. Es wird die 82-86 Niederlage aus ihrer Sicht für Ludwigsburg ein ganz wichtiger Erfolg im Kampf um die Playoff-Plätze. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinem